200 Meter von mir entfernt. Ja. Hä, wo ist denn der jetzt? Warte mal, warte mal. Ah, das ist noch mehr, der ist abgebogen. Der ist abgebogen. Der ist abgebogen. Das ist keine Nummer. Welcher genau? 1145, 7, 210, 215, 20, 19, 24. Ich bin beim Grenzübergang nach Deutschland. Da kommt der! Du wurdest mir gerade angezeigt. Du hast so scheiße Glück gehabt, Mann. Ich stand genau da oben. Du warst unten gerade an der Kreuzung, Mann. Ich stand genau da oben, Alter. Moin und willkommen zurück. Heute machen wir ein kleines Rennen hier. Ich darf nur 90 fahren und mein Kollege 160. Und ja, er muss versuchen, mich zu finden und mich 100% Schaden zuzufügen. Er fährt ohne Fracht, ich fahre mit Fracht und ich fahre in die Stadt Köln. Und ich gebe ihm immer mal Tipps, wo ich bin, damit er mich auch findet. Eventuell, ich hoffe nicht. Und ich versuche, die Fracht heil anzubringen. Und es geht jetzt los. Ich fahre jetzt hier aus der Stadt raus, aus Stockholm. Ich bin jetzt auf der Straße und werde gleich in die Richtung fahren, wo ich hin muss. Ich werde natürlich auch Umwege fahren, dass es ein bisschen länger dauert und auch ich ihm ausweichen darf. Und ich muss, er darf erst losfahren, wenn ich das zweite Mal aus der Stadt abgebogen bin. Beziehungsweise, wenn das so ganz unfair ist, werde ich auch ein bisschen früher Bescheid geben, dass er losfahren darf. Er nimmt gleichzeitig mit auf. Jo. Oh ja, erzähl mal was. Kommt dann auch auf diesen Kanal, Andreas Dultat. Und dann seht ihr das von meiner Sicht aus und von seiner Sicht. Ja. Natürlich ist mein Scania viel schöner, deswegen müsst ihr es unbedingt bei mir zuerst angucken. Ja. bei mir wird es wahrscheinlich ein bisschen später auftauchen. Warum das? Hast du auch schon andere geplante Videos? Ja, genau. Das ist mir das Problem. Ich drück die ganze Zeit die Kupplung durch und kann eh noch nicht losfahren. Ich will fahren, Mann. So. Ich weiß, sobald du weg bist, gebe ich Gas, Mann. Ja. So, ich muss nur noch dann die Kupplung drücken, Gang rein, dann schieße ich los, Alter. Ich kann mir auch schon denken, wo du rausgefahren bist. Ja. Warte mal. Ja, es gibt doch nur einen Ort raus, da wo der Kreisel ist. Das will ich nicht verraten mit Ja oder Nein, das musst du selber wissen. Scheiße, die Sache ist, so bist du entlang gefahren. Ja. Upala. Ich sag bei der nächsten Ausfahrt Bescheid, dass du losfahren darfst. Das wäre jetzt ja ganz gemein. Der Anna markiert schon auf dem Weg nach Köln. Weit das ist, man. Nicht normal. Ja. Das andere wäre noch schwerer, wenn ich nach ganzer Zürich oder nach unten gefahren wäre, ne? Aufkommen. Wie lange brauchst du? Ja, es geht gleich los. Lustig wär's, wenn ich dir jetzt genau entgegenkomme. Ja, das könnte natürlich passieren. So. Wenn du im Kreis fährst, so wie ich letztens ohne Navi. Ja. Das ist das Beste. Ja, ich zeig euch meinen schönen LKW. Ja, ich habe Weihnachtslackierung drauf. Passt ja zu dieser Saison wieder. Ja. Ich hoffe, die habe ich auch, also ich habe den Schneemann. ich habe den Weihnachtsmann mit den Geschenken drauf. Nein, geh da weg, Alter. Der darf da jetzt halt nicht fahren. Wie, du bremst jetzt an der Ampel. Der macht's auch noch. Egal, ich brett das sowieso durch. Ja, wie lange brauchst du für die zweite Ausfahrt? Ja, was kann ich dafür, wenn hier alles so einsam ist? Ich habe ja schon mein Navi ganz hochgestellt, dass ich weiß, wann der nächste kommt. Ich fahre immer noch nicht los, ey. Die Leute langweilen sich bestimmt. Ja. Ah, ups, ich roll. Gleich geht's los. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Ich wollte mein Inboard-Kamera, also jetzt hier mein Navi da erhöhen, habe ich aber dann hier C gedrückt, was ich gar nicht wollte. Ja. Und das war ja Tempomat, glaube ich.
Ja, der ist Tempomat. Ja. Also, wenn man es sich umgestellt hat. Das nächste Video wird allerdings mit Speedhack sein. Wenn das Also, den klappt. werde ich verwenden. Ja, wenn es klappt. Wir könnten es zwar jetzt auch verwenden, aber ist hier in diesem Server nicht möglich. Es sind zu viele Admins. Das gibt eine Strafe dann. Also, Und zu viele Spieler. ja, und zu viele Spieler, das ist nicht gut. Weil mit Speedtech würdet ihr selber erleben, wenn ich da einmal das Gaspedal antippe, schießt er los. Ja, wir müssten da in diesen anderen Server reingehen, Asia oder sowas. Ja. Ja. Ah, komm schon. Brauchst ganz schön lang. Warte mal, wenn du so lange. Ah, ich weiß schon, wo er entlang fährt, auf der E4. Oder auf der A20. Wenn er so rumfährt, nach Richtung Örebrö und dann darunter. Ja, natürlich schweigt er jetzt, weil es stimmt. Hörst du mich überhaupt noch? Ich höre dich, ja. Okay. Hätte auch sein können, dass die Verbindung abgekackt ist. Nee, nee. So, du darfst losfahren. Jawohl, endlich. Und jetzt gebe ich gleich auch Tipps dann. Ach, warte mal, hier kann man ja schneller in der Stadt als 60 fahren. Ja, Da das hast du, ist das Gute, Alter, ne? die Kurven ganz schön schnell. Och nee, ein Kreisel. Warte, wohin ging's jetzt? Ach, scheiße, ich musste rechts. Ah! Ja, so kann das passieren. Hätte sogar nicht gesehen, was passiert ist. Ja, aber trotzdem, das sehen die Zuschauer bei mir dann nachher auf dem Kanal, ne? Also bei uns. Na. So, ich muss gleich gucken, wo ich abbiege. Ich muss da lang, dann muss ich da lang, okay. Jetzt komm, Alter, gib Gas, Mann. Ich bin gerade mal auf 140. So, bei 40 gebe ich, bei 50 gebe ich dir einen Tipp am besten. Ja. Also noch 10 Minuten. Wo sei ich schon länger als 10 Minuten? Ja, okay, nee. Du bist ja auch eben gerade erst aus der Stadt raus. Ja. Ja, passt das. Nur noch 9. Ja. Und nee, bald wird's abends da drin. Ich hasse das so. Das, wo wir das erste Mal das gemacht haben, gell, das war ja auch abends. Ja, Und er hat genau. gesagt nachts, oh, das war furchtbar, durch die Landstraße zu fahren mit Speedtech. Alter, Kurve für Kurve. Ja. Haut mich da voll dauernd voll weg, Mann. War furchtbar. Muss auch gucken, dass ich so 10-minütig immer stoppe, die Aufnahme, und dann neu anfange. Das muss ich ja nicht. Ja, du. Kannst auch ein bisschen länger machen, ist kein Problem, aber. Ja, ich weiß, ob es dann wieder zu viel Gigabyte sind. Im Hochladen, das Wie ist scheiße. gesagt, du kannst ja das mit FreeMake etwas verkleinern. Ja. Auf ein Drittel davon. Du musst mir erstmal erklären, wie der Scheiß funktioniert. Ich hab's letztens so halt geöffnet. Denk mir so, hä? Ja, muss Ich oben hab auf. einfach gedacht so, hä? Wie geht das? Oben links auf Video klicken und dann den Video raussuchen und einfach reintun da. Und dann per AVI Ja. umwandeln. Nur noch 2 Minuten, eine. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, auf welche Straße ich bin. Das sehe ich gerade nicht hier. Wo musst du anhalten? Ja, das will ich ja nicht. Es ist halt scheiße, dass man im MP nicht einfach M drücken kann für Map. Ja, genau. Ich könnte zwar jetzt sagen, da war gerade ein blaues Schild mit einem Baum drauf, aber es hilft dir nichts. Super. Und dass gleich so ein kleiner Rastplatz kommt, ne? Ich fahre mal kurz auf den Rastplatz rauf und gucke ich mal nach. Okay. Ach ja, und übrigens darf er nicht sagen, wo er ist, ne? Er kann nur auch ein paar Tipps geben, wenn er möchte, ne? Dass ich hier ein bisschen Angst kriege, aber sonst darf er keine Tipps geben. Und er muss, wie gesagt, Sorry Leute für die Lache, ich bin krank. und er muss 100% Schaden mir zubereiten, ne? Kein Thema. Du fährst einfach wieder an mir hoch und kippst um. Also, ich bin auf der E4.
Schneller! Da bin ich gerade drauf. Komm schon, Mann, schneller! Fuck. Hey, in 3 Minuten mussten wir wieder Bescheid geben. Ja, die Zeit geht zu schnell, ne? Das, bin immer noch auf der E4. Bin immer noch auf der E4 oder was, ne? Ja. Das ist einfach zu schnell, 10 Minuten, ne? Spielzeit. Ja. Wie war das mit 160? Ich war 170. Oh, das ist ja gemein! Und 190. Also ich dürfte dich gleich sehen. Öffnen wir mal hier Esther, um zu gucken, wann er in der Nähe ist. Ich glaube, ich bin eh schon falsch gefahren. Ja, mit 10 Minuten ist ziemlich kurz, ne? Ja. Dann sag mir bei 16,5. Ja, bei 16,5, danke. Nee, 16,7 ist das gewesen. Das sind dann wieder 10 Minuten. Ja. Genau, wirklich voll schnell. Das ist einfach zu kurz. Am besten nur 20, 30 Minuten ist besser, ne? Ah, hier war er erst. Ein Schild mit einem Baum drauf. Shit! Gib Gas, gib Gas! Ich kann aber nicht schneller fahren. Ey, ich muss dir erstmal 100% Schaden zubereiten. Also, ja. Aber das Schlimme wird, danach bin ich dran. Danach muss ich dann 90 fahren. Entschuldigung, Scania, dass ich das jetzt erwähnen musste. Bin mal gespannt, ob wann dein Name da angezeigt wird. Ja. Die E4 geht aber auch ewig, ne? Ah ne, Jan Kipping kommt da jetzt. Ist da locker rausgefahren. Ah, oh, 16,9, Bescheid sagen. E4. Immer noch. Ja. Denk dran, du darfst mich nicht verarschen. Ich sehe hinterher das Video. Ich weiß. Ich dachte gerade schon, du kommst da. Da wurde mir gerade einer angezeigt. Andreas Dultart! 200 Meter von mir entfernt. Ja. Hey, wo ist denn der jetzt? Warte mal. Ah, das wird immer mehr. Der ist abgebogen. Schnell. Der ist abgebogen. Das war mir so klar, dass er da oben gerade auf der Brücke entlang fährt. Das war mir jetzt halt so scheiße klar. Ich krieg die Kurve. Scheiße. Das war mir so verdammt nochmal klar. So, warte mal. 400, 300. Warte mal, der kommt mir immer näher. Ohne dass ich was mache. Hä? Er kommt mir immer näher. Nee, jetzt haut er wieder ab. Ich habe jetzt zwar keinen Plan, wo er entlang fährt. Aber irgendwo. Der fährt auf die Autobahn wieder runter. In die andere Richtung. Ich hab dich jetzt sowieso. Nein? Was macht der jetzt schon wieder? Was denn? Wieder gewendet. Hä? Der will mich doch gerade verarschen. Nein, Mann. Der darf nicht vom Radar verschwinden. Nein, scheiße. Er ist weg. Ja. Hä? Ah ja. Okay, da kommt er wieder. Ich komme ihm wieder näher. Shit. Hä? Wie ist das gerade so hin und her hier drauf? Der will mich doch gerade verarschen, oder? Der fährt locker durch die Stadt. Ich fahre aber keinen Aufladeort rein, wo du mich nicht rammen kannst. Das wäre ja unfair. Wuhu, 2-Räder-Action. Oh, Mann. Oh, nicht umkippen. Das wird spannend. Oh ja. Ey, du hast gerade irgendwie verdammt Glück gehabt, dass es mich voll irritiert hat, wo du auf einmal hin bist.
Das ist lustig, ja? Was ist denn der Name wieder? Shit!